Das hier ist wahrscheinlich kein gutes Fluchtauto. Die sogenannten Mikrocars fahren nämlich nur 45 km/h schnell oder langsam, je nachdem, wie man es sehen möchte. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich habe den Eindruck, dass immer mehr davon unterwegs sind. Der Vorteil für junge Leute zum Beispiel ist, dass man mit diesen sogenannten Moped-Autos schon ab 15 Jahren fahren darf. Man braucht also nur einen Moped-Führerschein dafür. Die Mikrocars werden immer beliebter, zum Beispiel in Essen. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie normale Autos. Aber diese Plakette und das Kennzeichen verraten, das hier ist ein Mikrocar. Es wird maximal 45 km/h schnell. Fahren darf man es in NRW schon mit 15 Jahren. Deswegen stehen viele von den Zweisitzern an Schulen wie hier an der Goethe-Schule in Essen. Dieses Mikrocar gehört Tora. Sie ist gerade 15 und fährt fast jeden Tag mit dem Mini-Auto. Durch das Auto habe ich einfach viel mehr Zeit. Meine Mutter muss nicht mehr mich irgendwo hinfahren. Ich kann Freunde mitnehmen und es macht einfach Spaß. Einen Autoführerschein hat Tora nicht. Sie hat nur einen Führerschein für Mopeds. Wie man mit dem Auto zum Beispiel rückwärts fährt, musste sie mit ihrer Mutter üben. Ihre ehemalige Fahrschule würde gerne Fahrstunden für Mikrocars anbieten, aber sie sagt, dafür fehlen die gesetzlichen Regelungen. Diese Fahrschüler werden halt ganz normal mit Klasse AM-Rollern ausgebildet und werden dann ja nur teilweise vorbereitet aufs Fahren mit dem Mikrocar losgelassen. Das hat natürlich damit zu tun, dass in der Prüfungsrichtlinie diese Fahrzeuge gar nicht vorgesehen sind, sondern es gibt nur die Klasse AM und man darf damit dann auch die Mikrocars fahren. Für den Weg von der Schule nach Hause muss Tora über eine Landstraße fahren. Hier darf man eigentlich 70 fahren. Toras Mikrocar schafft aber nur 45. Dass Leute hinter ihr drängeln oder sie überholen, ist für Tora schon normal. Manchmal kriegt man schon, wenn dann noch einer entgegenkommt, ein bisschen Panik. Aber ich bremse dann ein bisschen ab und dann klappt das eigentlich. Hauptsache, es wird nicht gefährlich. So sicher wie ein richtiges Auto ist das Mikrocar nicht. Die meisten der sogenannten Moped-Autos haben nicht mal Airbags. Im Vergleich zu einem Roller hat das Mikrocar aber Vorteile. Das beruhigt auch Toras Mutter. Weil ich denke, dass auf zwei Rädern man immer noch unsicherer ist als auf vier Rädern. Und eine gewisse Knautschzone einfach da ist. Toras Mutter nutzt das Mikrocar sogar selbst. Vor allem für kleine Erledigungen und Einkäufe. Dafür reicht der Kofferraum vollkommen aus. Vor allem aber findet sie mit dem kleinen Auto in der Stadt leichter einen Parkplatz. Thomas Müther vom ADAC Nordrhein ist bei uns im Studio. Herr Müther, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, hallo. Sind Sie auch schon mit so einem Ding unterwegs gewesen? Nein, ich gebe zu, ich bin damit noch nicht gefahren. Was halten Sie denn grundsätzlich so von der Sicherheit bei diesen Moped-Autos? Ja, in Sachen Sicherheit sehen wir hier tatsächlich die größten Probleme. Es gibt hier keine gesetzlichen Mindestanforderungen an diese Mikrocars, die Moped-Autos. Und das ist wirklich ein Problem. Wir haben auch Crashtests gemacht und